Bist es leid, wenn dir gänzlich unbekannte Gegner mit ihren Schrotflinten ins Gesicht schießen? Dann habe ich hier ein Bild, mit dem du dich revanchieren kannst. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles, ich begrüße euch zurück in der Division 2. Weiter geht's mit einem Bild und zwar mein erstes Schrotflinten- oder eben ein Shotgun-Bild. Ich wurde öfters gefragt, Charles, kannst du nicht so ein Bild machen? Und ich habe mich jetzt doch ein paar Tage damit befasst. Schrotflinte war für mich nie früher mal eine Alternative. Ich habe sie ganz am Anfang mal gespielt. Ich finde im Spiel die ersten so 15 bis 20 Leveln. Wenn man das Spiel beginnt, ist sie eigentlich relativ gut. Ist sie eigentlich recht OP. Aber ab dann geht's steil bergab mit der Schrotflinte. Aber wir haben jetzt durch TU11 eine neue Möglichkeit gefunden. Und das möchte ich euch jetzt natürlich vorstellen. Wie kann ich ein Schrotflintenbild spielen? Fangen wir natürlich als erster mit der Wahl der Waffe. Ich habe hier eine M870 MCS Sonderanfertigung, also selbst hergestellt. Ich habe Schrotflinten nicht wirklich eine Aufmerksamkeit geschenkt, das heißt in meiner Kiste, in meinem Inventar, überall gibt es nicht wirklich viele Schrotflinten. Aber deswegen habe ich eben diese hergestellt. Sie ist nicht auf Max. Wie gesagt, ich muss erst mal wirklich mich darum kümmern zu farmen. Und das Teil hat pro Schuss 1,7 Millionen jetzt Gesamtschaden. Und ich spiele sie mit Optimist. Wird man sich fragen, warum spielst du die auf Optimist und nicht anders? Es ist so, der Waffenschaden erhöht sich immer um 3% für jeweils 10% Munition. Da ich nur ein 5er Magazin habe, erhöhe ich meinen Waffenschaden pro abgeschossener Kugel immens. Also hier merkt man gleich mal den Unterschied. Deswegen habe ich es mal mit dem probiert. Meine zweite ist eine ACS-12, auch nicht auf Max, wie man sieht, und die hat Namen persönlich drauf. Auf 7 Meter Entfernung, 30% mehr Waffenschaden für 10 Sekunden, ist halt relativ nah. Aber ich erkläre euch dann, warum ich diese spiele im Gameplay. Denn es ist so, ihr seht es dann, ich spiele diese Waffe dann eigentlich bei Heavys. Bei goldenen Gegnern, bei kleinen, bei roten, bei lila Gegnern spiele ich eigentlich die 870, weil die sind eigentlich eh One-Shot, die Gegner. Das Einzige, bei Heavys oder bei Bossen wechsle ich auf die ACS-12, denn hier seid nicht überrascht, wenn ihr das Ding spielt, das Ding hat eine automatische Feuerfunktion. Ihr braucht nicht einzelklicken oder Einzelknopf drücken, kommt auf einen Controller oder Maus. Bei der M870 muss ich einzeln klicken, bei der ACS lasse ich einfach den Finger drauf und das Ding ist ja wie eine AR, ja wie ein LMG. Also das Ding ist vollautomatisch, finde ich okay, passt gut. Ja, also lässt sich sehr gut spielen. Wie sieht dann mein Set aus? Ich spiele 4 Teile Zorn des Jägers. Zorn des Jägers hat bei 2 Teilen plus 15 Schrotflintenschaden, das wollen wir ja haben. Wir haben Rüstung durch Kills, ist immer gut. Bei 4 Teile haben wir Spitzenpredator, Gegner im Umkreis von 15 Meter kriegen die Schwächung und wir haben 20% mehr Waffenschaden. Wenn einer stirbt, kriegen die anderen rundherum 5 Meter verschwommene Sicht und der Waffenschaden wird 10 Sekunden um 5% erhöht. Kann man 5-mal stapeln, also 25%. Ich spiele das Ding halt auf Waffenschaden, Chance auf Crit, Chance auf Crit. Ist im Grund ja ein Crit-Bild. Also ich habe jetzt meine Sachen nicht umgerollt. Ich habe die Teile genommen, die ich teilweise auch bei meinem MP-Bild spiele. Ist also adaptiv. Man kann das Ding einfach ummodeln. Und hier spiele ich dann weiter mit der Memento. Warum? Ja, ich hole mir ja natürlich diesen ganzen Waffenschaden, die Rüstung, hole mir dann noch zusätzlichen Waffenschaden durchs Aufsammeln der Trophäen. Wer Memento kennt, super Teil, vor allem natürlich für Nahkampf, denn ich bin eh in der Bewegung, also kann ich die Trophäen sammeln. Wenn ich jetzt ewig weit weg stehe, macht es natürlich keinen Sinn, aber wenn ich mich eh bewege, passt es natürlich. Dann geht's weiter hier mit einem Gruppo Sombra, man sieht Schaden durch Crit, Waffenschaden, Schaden durch Crit, Chance auf Crit, Chance auf Crit. Jetzt wird er sagen, warum spielst du nicht das, wo du 10% Schrotflintenschaden bekommst, also das Set dazu. Also durchgerechnet macht dieses mit Gruppo Sombra mehr Schaden und hier spiele ich das Talent Einschüchtern. Die Bonusrüstung verstärkt den gesamten Waffenschaden im Umkreis von 10 Metern um 35%. Klar, denn wir spielen ja nah, wir holen uns auch natürlich die Bonusrüstung von hier und so wie bei der Waffe müssen wir sowieso. Beim Optimisten ist es okay, aber bei der hier müssen wir sowieso auf 7 Meter ran und 7 Meter ist wirklich nicht viel, ja. Also
7 Meter ist richtig, richtig nah. Ja, also muss man sich erst dran gewöhnen. Die restlichen Teile sind noch der Zorn des Jägers, ebenso Waffenschaden, Schaden durch Crit. Das ist jetzt so angeglichen. Im Grund habe ich die Teile ja von meinem MP-Set. Und die Werte sehen dann so aus, dass ich hier 50% Chance auf Crit bei dieser Waffe, bei 117 Schaden durch Crit. Und bei der anderen habe ich 52,1 bei 118. Das hole ich mir halt durch die Mods, die drinnen sind. Also wenn man dann hier hinein sieht, man hier passt natürlich nicht viel rein. Hier Chance auf Crit, Nachladetempo. Hier passt auch nichts anderes rein bei der. Hier nochmal Chance auf Crit, das heißt hier hole ich mir 10% Chance auf Crit. Und bei der anderen hier Chance auf Crit und Schaden durch Crit. Also hier hole ich mir 10 mehr, denn hier, ich könnte mir noch Schaden holen. Chance auf Crit holen, meine ich. Aber naja, ihr müsst sehen, wie sie sich spielen lässt. Aber ihr habt eh nicht so viele Schuss. Also es geht eigentlich relativ gut. Natürlich, das Set sehr aggressiv. Man muss sehr beweglich sein. Und deswegen spiele ich auch das Schild. Und zwar das Stürmerschild. Deswegen auch die Spezialisierung. Ich möchte eben dieses Schild spielen, dass ich eben auch die Schrotflinte drauflegen kann. Das kann ich nur mit diesem Schild. Die Lebensenergie ist okay, 2,2 Millionen LP. Man spielt sie eben auf Rang 2, weil man einen gelben, einen blauen hat. Es ist okay, würde ich mal sagen. Es ist jetzt aber kein Bild, das euch komplett schützt. Also das ist es nicht. Es ist jetzt kein Tankset. Ja. Also ihr könnt euch damit bewegen, aber geht auch in Deckung. Ja. Also ihr könnt damit nicht stehen bleiben und 100% face tanken, das geht man nicht. Und meine Reparaturdrohne, die habe ich auch noch dabei. Es gibt Abwandlungen, ich habe es gesehen fürs PvP, dass man hier mit Synced spielt und eine Angriffsdrohne reintut, dann vielleicht nicht in Gruppe spielt, sondern wirklich das Gearset eben für die Schrotflinte mit einem blauen. Aber im Grunde wird so auch PvP gespielt. Ich bin jetzt nicht der PvP-Junkie, ich gebe es ehrlich zu. Bin einfach nicht gut im PvP. Ja, also ich kann euch auch kein PvP-Gameplay jetzt einblenden, deswegen, sondern nur PvE. Aber ich denke wohl, es geht relativ gut im PvP. Es laufen sehr viele rum damit. Schrotflinte im Moment hat eben einen immensen Buff bekommen, glaube ich, durch dieses Set. Also PvP, wer es spielen mag, probiert es aus. Ja, und gibt es mal Bescheid. Dürfte funktionieren. Und als Drittwaffe habe ich noch die Regulus mit. Hier war ich am Tendieren, ob ich Freiheit nehme oder Regulus. Hier geht es einfach um Gegner, die weiter wegstehen. Solltet ihr solo was laufen, denn das Bild ist für Solo und die Gruppe, dann könnt ihr ruhig eines umtauschen und hier zum Beispiel wechseln, auch gern auf eine Todesbraut, auf die MP, ist aber auch für nah. Für weite Gegner würde ich dann eher tendieren, eine AR zu nehmen. Also, dass man sagt, okay, man nimmt zum Beispiel eine G36, eine MK16 Taktik, irgendwas auf Entfernung, dass man auch wirklich Gegner erwischt, die irgendwo oben sind. Ich habe es gemerkt bei Missionen, die sich irgendwo auf irgendwelchen Balkonen verstecken oder so, da kommst du halt mit der Shotgun dann nicht wirklich gut hin. Also hier schlage ich euch vor, könnt ihr auch eine AR mitnehmen. Ich habe es halt dann mit der Regulus gemacht. Also ich habe dann die Gegner halt Step by Step halt anvisiert und dann halt von irgendwelchen Balkonen oder sonst was hinuntergeschossen. Ja, somit, ich würde mich um Kommentare, Like, Abo natürlich freuen. Spiele euch noch ein bisschen Gameplay ein und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.
Another black eye for Black Tusk. It's a good thing they're cleared out of that compound.